Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei The Messenger. Wir sind in der heulenden Höhle, nachdem wir in der letzten Folge aus den Katakomben und dem Bambuswald rausgekommen sind. Hatten sogar einen kleinen Urlaubstag da im Bambuswald. Und ja, da ist der Shopkeeper und ich glaube, er muss uns mal wieder helfen. Hallo Kumpel. Ich bin in eine Grube gefallen. In der Tat. Die Lücke ist zu groß, da kann ich nie im Leben drüber springen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Vor langer Zeit haben Krieger des Eichhörnchen-Clans einen Weg gefunden, durch die Lüfte zu fliegen. So manch einer hielt sie für Götter, da sie eine Freiheit erreichten, von denen Menschen nur selten träumen konnten. Unglaublich. Ja, wenn schon. Hier ist es dein Flügelanzug. Aha, drücke und halte A in der Luft, um zu gleiten. Setze ihn über Geysiren ein, um zu steigen. Brauchst du was? Worüber möchtest du dich unterhalten? Danke für den Flügelanzug. Sicher doch, vergiss nicht, ihn auszuprobieren. Drücke und halte dazu A, wenn du in der Luft bist. Warum gab es denn den hier umsonst, wenn ich... Oder alle anderen Upgrades nicht? Weil er für deinen Fortschritt unerlässlich ist. Du kannst schließlich nicht die Welt retten, wenn du in einer Grube festsitzt. Dass in Zukunft mehr Sachen gratis? Das gibt nur einen Weg, das herauszufinden, nicht wahr? Was meinst du? Ich meine, du sollst mit deiner Mission fortfahren und dir vor Augen führen, dass diese Welt verflucht ist und ihre Bewohner noch viele Überraschungen für dich bereithalten werden. Wir kommen in der heulenden Grotte übrigens. Lebt hier jemand? Vor langer Zeit lebten hier ein paar Höhlenbewohner. Sie errichteten Gebilde aus den Smaragdströmen, die den Fels durchziehen. Sie hielten den Wind für den Atem eines Gottes. Irgendwas, das ich wissen sollte? Nicht wirklich. Außer, dass es jetzt an der Zeit zum Gleiten ist. Hm? Erinnerst du dich an den Flügelanzug, den ich dir gegeben habe? Ja? Tut mir leid, mehr Kontext habe ich nicht auf Lager. Ich wollte etwas sagen, das unabhängig davon, ob du bereits mit dem Flügelanzug und Windkanälen geflogen bist, Sinn ergibt. Du bist gerade schwierig. Was stimmt nicht mit dir? Ich habe dir gerade etwas gegeben, mit dem du im wahrsten Sinne des Wortes fliegen kannst und du bleibst lieber hier, um zu plaudern? Hast du eine Geschichte für mich? Klar, hier ist eine Geschichte für dich. Es war einmal ein König, dem es ziemlich schwer fiel, seine Gefühle im Zaum zu halten. Er durchlebte nur Extreme und war entweder zu aufgeregt oder zu niedergeschlagen. Deshalb brachte er nie etwas zustande. Als er kurz davor war, seine Hoffnung auf ein geregeltes Leben als brauchbarer Anführer für sein Volk zu verlieren, stattete ihm ein reisender Reliktjäger einen Besuch ab. Um den König von seinem Leid zu befreien, gab ihm der Reliktjäger einen magischen Ring. Er versprach, dass der Ring den König traurig mache, wenn er fröhlich sei, und fröhlich, wenn er traurig sei. Der Ring wirkte wahre Wunder und infolgedessen erblühte das Königreich. Als der König starb, schnappte sich der Magier des Schlosses sogleich den Ring, da er endlich die Quelle seiner Macht ergründen wollte. Wie sich herausstellte, war der Ring gar nicht magisch. Doch wie konnte ein Ring, der keine Magie enthält, einen traurig machen, wenn man glücklich ist und glücklich, wenn man traurig ist? Willst du mal raten? Nicht wirklich. Der Ring trug eine Inschrift in kleinen Lettern. Es geht alles vorüber. Wow. Das ist tiefgründig. Das ist mehr als nur tiefgründig. Ich habe dir gerade das Heilmittel gegen Angst gegeben. In Form eines Märchens. Danke, Ladenbesitzer. Nun übertreib's mal nicht. Okay, Upgrades. Wir brauchen das hier. 150, das ist auf jeden Fall zu erreichen. Das brauchen wir nämlich, das ist wichtig. Das ist essentiell. Naja gut, das ist nicht essentiell für unseren Levelfortschritt, aber es ist sehr wichtig für mich. Es tut mir leid. Damit ist vieles einfach so viel einfacher. Skelette. Tja, und das ist der Flügelanzug, den wir gerade haben. Den wir gerade ausprobiert haben. Und damit kommen wir in ungeahnte Reichweitenhöhen-Dinge. Ja, genau das. Und ich habe Damage bekommen. Das ist natürlich genau mein Plan gewesen, Damage zu bekommen. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. So, hier einmal rüber. Fledermaus, weg mit dir. Und flups. Kannst du vergessen. Bam, 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 bam. Komm, du auch noch. Haha. Mal nach unten. Flup, flup, flup. Also wir könnten auch darüber, ne? Ich meine, da ist immerhin irgendwas, was man finden kann. Nein. Danke. Danke, nein, danke. Lieber so. Ja, hier rüber. Ja, hier runter. Und hier rüber. Der Typ muss weg. So. Der muss weg. Und dann hier runter. Aha. Jetzt können wir mal hier rauf. Und... Ach, da ging es gar nicht. Okay. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Hallöchen! Geht ein bisschen schneller hier runter. Gut. Ah, Steintypen. Hallo. Geh jetzt auch nach unten. Ich weiß allerdings nicht, ob das so sinnvoll ist. Darunter, ich glaube tatsächlich eher nicht.
Nee, nein, das ist nicht sinnvoll. Ich habe mich gerade erinnert, was da unten ist. Das ist absolut gerade noch nicht sinnvoll. So, hier weg und Hallöchen. Bam, 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 bam. So, 1, 2, 3. Hallo, Mr. Magier. Schon mal besiegt worden? Anscheinend jetzt, ja. So, der kommt weg. Wie konnte ich das gerade durch das Skelett durchschießen? Das ergibt keinen Sinn. Das Skelett ist noch 2 hoch. Das ergibt keinen Sinn. So, wie kommt man da am besten? Okay, einfach indem ich da hingehe. Krieg ich hin. Hallo. Oh, jetzt ist mit denen da noch weg. Ja. Ja, das kann jetzt egal sein. Ich glaube, hier hoch kommt er mit seinen Steinen nicht. 1, 2, 3, 4. So, wie machen wir das jetzt am klügsten? Einmal hier nach unten, dann hier nach oben. Dann, aua, dann in den Stacheln landen, weil wir einen kleinen Rückstoß bekommen haben. Flup, 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 flup. So, weg mit euch. Hier, das ist nur Wasser. Da sind wir safe, falls wir da reinfallen sollten. Alles gut. Solange wir safe sind, sind wir safe. Wow. Tiefgründig. So. Hier nach oben. Fledermaus. Und der Typ muss weg. Haha. Nein. Okay, das hat, nee, das hat nicht sein sollen. Dann ist auch egal. Aua. Aua. Skelett. Nein, das ist böse. Da stirbt man endlich. Ah, hallo, Mr. Händler. Genau zu dir wollte ich, denn wir haben jetzt genug Punkte, um den Krieger der Lüfte zu skillen. So, und jetzt würde ich sagen, sparen wir auf die 1000. So, hier einmal. Ja, jetzt können wir nämlich ordentlich... Richtig ordentlich können wir nun im Flug Sachen angreifen. Und das ist very praktisch. Ja, ja, du mich auch, Mr. Magier. Du mich auch. Ja, hier runter, darüber. Ups. Und hier rüber. Hallöchen. Sein mit den Dingern. Muss ich hier mir irgendwas antun. Angriff! Angriff! So. Den hat man auch an. Sind wir eigentlich gleich da? Ich weiß es nicht so genau. So. Gehen wir mal hier rüber. Ich lasse die Typen mal in Ruhe. So. Flups. Hier rüber. Weg mit denen. Fledermaus ist auch weg. 1, 2, 3. Und Skelett noch. Das klappt gerade echt gut, muss ich sagen. Und ich muss dazu auch sagen, wir sind fast... Oh, hallo. Wir sind sogar... Aua. Wir sind sogar fast an der Stelle, bis zu der man nicht sterben darf. Das heißt, ich habe fast den Freifahrtschein fürs Sterben bekommen. Nur noch durch 2 Gebiete durch. Hallo. Ah, komm, du musst auch weg. Da holen wir uns das Zeug noch raus. Da auch. Hallo. Ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind da. Hallöchen. Na du. Ich hoffe, du bist bereit für eine Herausforderung. Wieso? Weil dich etwas Großes erwartet. Was denn? Lass mich so viel sagen. Du wirst gegen jemanden kämpfen, der weiß, dass die beste Verteidigung eine gute Verteidigung ist. Wer ist das? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Also gut, deine 3 Fragen sind aufgebraucht. Mach weiter. Seit wann gibt es hier eigentlich eine 3-Fragen-Regel? Nee, das ist schon die 4. Okay. Nein, 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 nein. Oh, doch. Ach so, das Ding. Ja...
Ja, nein. Wie gesagt, ich spare auf die 1000. Das ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller. Auch wenn ich glaube, wir werden es nicht bis zur 1000 schaffen. Bis zum nächsten Bossgegner. Hi, Mr. Golem. Hallo. Na? Geht gut? Schön. Aua. Das hat jetzt schon wehgetan. Aua. So, da kommt der Typ raus. Hallo, Mr. Typ. Aua. Drittes Leben verloren. Kacke. So, da kommt wieder Mr. Typ raus. Hallo, Mr. Typ. Leute, ich... Aua. Mann, ich springe nicht früh genug ab. Ich muss euch warnen, ich mache dieses Spiel wieder aus. Wenn wir sterben sollten. Ah, hier rüber. Er blinkt schon ein bisschen schneller. Da. Au, 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 au. Nein. Nein. Böse. Ganz, ganz böse. So. So, Kumpel. Hey. Na? So, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Das war Part 1. Jetzt kommt noch Part 2. So. Hallo. Komm doch hoch. So. Genau deswegen wollte ich diese Fähigkeit haben. Komm doch hoch. Ja, ihr komm. So. Ihr komm. Ihr seid brav. Ihr komm hier. Ihr seid ein braves Ding. Ihr seid ein braves Ding, habe ich gesagt. Braves Ding. Braves Ding sein. Aua. So, okay. Ein bisschen mehr Berserk machen. Hat geklappt. Wir sind nicht gestorben. Vielen Dank, dass du meinen Golem zerstört hast. Du hast zuerst angegriffen. Wovon redest du da? Ich habe mir seit Jahrhunderten durch diese Höhle gegraben und du hast mich einfach angegriffen. Gar nicht. Doch. Gar nicht. Aber es soll schon gut. Ich versuche so. Ich verstehe, wieso du mich für eine Bedrohung gehalten hast. Meine Überlebensinstinkte haben wohl ein bisschen zu schnell eingesetzt. Das ist okay, ich verstehe das schon. Es tut mir leid, dass ich den Golem zerstört habe, okay? Mach dir keinen Kopf. Ganz ehrlich, es tut mir leid. Schon gut, das war eben ein Missverständnis. Also, wie komme ich raus? Oh, ich würde den Wind für dich einstellen. Viel Glück auf deiner Mission. Du kannst diesen Ort mit Hilfe des Windkanals verlassen. Nochmal, unser Missverständnis ist halb so schlimm. Okay, tschüss. Wiedersehen. Was ist jetzt? Verdammt, mein Golem. Der Federpilzsumpf. Hallo, Federpilzsumpf. Ah, sehr gut. Ja, wieder full life. An was erinnern mich die Pilze? Die Pilze erinnern mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht an was. So, weg damit. Da rüberhüpfen. Ja, die Pilze erinnern mich an irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr genau, was es war. Stachelpilz. Das ist der gefährliche. So, weg damit. Okay, brauchen wir gar nicht. Okay. Oh, nein, 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 nein. Böser Stachelpilz. Nein, aua. Ich sagte böser Stachelpilz. Da gehe ich nicht hin. Vergiss es. Ich habe gesagt, ich will nicht sterben. Da riskiere ich das nicht wegen so einer Kacke. Ich werde sowieso früher oder später sterben. Weil ich einen echten Zwist mit dem Bossgegner in dem Level hier habe. Das ist mein absoluter Hassgegner. Keiner war so schlimm wie der hier. Vielleicht einer annähern. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du den Zwerggolem besiegt hast. Konntest du seine Beweggründe in Erfahrung bringen? Der war nicht böse, der wollte nur graben. Was? Du meinst die ganzen Messenger, die getötet wurden? Das war alles ein Missverständnis. Wow. Willkommen im Federpilzsumpf. Hat noch nie jemand gesagt.
Ja, diese Auto ist unheimlich. Das kannst du laut sagen. Ich musste mal im Schlamm nach einem Artefakt suchen. Ich habe schnell aufgegeben. Was ist mit diesem Gebiet passiert? Der Legende nach herrschte einst ein Monster namens Urangst über diesen Ort, bis eine tapfere Nonne es bezwang. Beide waren sehr mächtig, doch Urangst belegte die Nonne bei seinem letzten Atemzug für alle Ewigkeit mit einem Fluch. Ein Fluch? Der Legende nach soll die Nonne bis heute im Sumpf umherwandern und Eindringlinge in Pilze verwandeln. Na prima. Niemand weiß, ob überhaupt etwas davon wahr ist, aber ja. Ich würde an deiner Stelle lieber die Beine in die Hand nehmen. Hast du eine Geschichte für mich? Klar, hier ist eine Geschichte für dich. Es war einmal ein Messenger, der ständig Geschichten hören wollte. Obwohl er eigentlich seine äußerst wichtigen Missionen fortsetzen sollte, konnte er einfach nicht genug kriegen. Der Ladenbesitzer, der im Nichts außerhalb der Zeit lebte, war mit allen Zeitaltern verbunden und berichtete anfangs gern über die Mythen und Legenden, die ihm in Jahrzehnten des Reisens begegnet waren. Leider schien der Messenger die Moral oder Erkenntnisse der Geschichten nie zu würdigen, weswegen der Ladenbesitzer beschloss, keine Geschichten mehr zu erzählen. Ende. Nee, oder? Ich mochte deine Geschichten. Komm schon, vielleicht später, schauen wir mal. Nein, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch 1000 Punkte sammeln. Okay. Auf wie geht's? Aua. Mano. Sinnlose Lebenspunktverschwendung nennt man sowas. Ah, da ist sie wieder. Also nicht die sinnlose Lebenspunktverschwendung. Was war die sinnlose Lebenspunktverschwendung? Geier, Skelettgeier, auch nicht schlecht. So, der hier weg, der da weg, der da weg, der hier. Nein, böser. Böser Stachelpilz. Nicht machen. 1, 2, 3. Und flupp und flupp und flupp und flupp. Oh Gott, das war knapp. Das war richtig knapp. Das war... Heilige Scheiße, war das knapp. Aua, au, 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 au. War ich nicht. Jetzt habe ich so viel Leben verloren. Meine Güte. Habe ich das ganze Leben verloren? So, du auf die Schnauze. Du auf die Schnauze. Und weiter geht's. Hilfe. Hilfe. Aua. So. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Lebenspunkt. Hallo, Lebenspunkt. Ich nehme auch Full Life. So bin ich da gar nicht. So, ein Lebenspunkt. Okay. Das ist schon mal besser als nichts. Hallo. So, Pflanzen, Pflanzen. Der Typ. Der Typ hier. Ah, noch ein Lebenspunkt. Sehr gut. So, der ist weg. Oh, da ist Full Life. Nehme ich sehr gern. Auch wenn wir dann nochmal warten müssen. Aber das ist es mir wert. Das ist es mir absolut wert. Nein. Böser Stachelpilz. Das ist das Gute, dass man die Stachelpilze, also die Stacheln der Stachelpilze nicht so gut abwehren kann, wenn man einfach unter so einem Pilz steht. Hier, weg mit dir. Geier. Den Ladenbesitz habe ich gerade mal verzichtet. Wie ihr gesehen habt. Oh, aua. Brauchen wir nicht. So. Nein, der braucht auch gar nichts. Sehr großzügig. Nein, 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 nein. Da begebe ich mich ganz sicher nicht hin. Vergiss es. Vergiss es. Ihr könnt es auch vergessen. So, hey, nein. So, jetzt ist der weg. Jetzt machen wir das. Haha, 3 und du musst weg. So, hey, rechtzeitig noch da gewesen. So. Ja, man muss ein bisschen drauf achten, was das Moveset von den Kollegen so zu bieten hat. Beispielsweise, wenn man von den Typen, die ihre komplette Mütze wegschießen, wenn man da zuerst die Mütze wegmacht, dann ist der Rest auch ziemlich unangenehm zu besiegen, weil man dann bei ihm nicht mehr richtig rankommt, weil der kleiner ist. Aber wenn man das weiß, geht das eigentlich. So, der macht sich meistens selbst tot. Der macht sich nicht selbst tot, aber wird trotzdem tot gemacht. Flups, einmal gespeichert.
hier nochmal. Super. Glückwunsch. So, weg mit dir. Die Würmchen, wie gesagt, zu denen kommen wir später. Die haben momentan noch keinen Nutzen. Oh, wir bräuchten mal wieder ein bisschen blaue Kraft. Das wäre gar nicht schlecht, wenn wir die kriegen würden. Und ich muss mich mal ganz kurz am Auge jucken. Das ist ziemlich ungünstig, wenn das hier die ganze Zeit juckt. Aua, 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 habe ich gesagt. Aua. Nein, böse. Okay. Flup, 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 flup. Da weg. Ja. Der Kollege hier. Aua. Nicht gut. Nicht gut. Noch ein Leben. Sehr gut. Das Leben braucht dich. Der muss weg. Der muss weg. Stachelpilz. Aua. Ich hasse die Stachelpilzen. Ich hasse sie. Oh nein, wir sind da. Hallo. Wir sind da. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Mein Hassboss. Sei vorsichtig, ich spüre, dass dich ein Gefallener erwartet. Ein Gefallener? So nennen wir die Messenger, deren Mission auf tragische Weise endet und deren Macht durch dämonische Magie verdorben wird. Warum ist das immer so ernst? Weil es nicht ernster werden kann als ein skrupelloser Messenger, der gleich auf dich losgeht. Und bei all den Geschichten über die eine Nonne, also wenn sie wirklich eine Nonne ist, wovon redest du? Davon, dass du einem Gegner gegenübertrittst, der dir gewachsen ist. Viel Glück. Ja, und ich sagte doch, wir kommen ganz sicher nicht mehr zu den 1000. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Aber ich muss diese Angst beiseite legen. Sian, Sian, wir haben offenbar einen Eindringling. Du musst hier weg, es wimmelt hier nur so von Monstern. Oh, hat dich mein Federpilz erschreckt? Jetzt stimmt es also. Gefällt dir meine Armee nicht? Das ist echt schade, weil du ihr nämlich bald beitrittst. Moment mal, diese Schriftrolle, das ist doch nicht etwa... Nein, das ist nicht möglich. Knie nieder vor deiner Königin und empfange den Fluch der Federn! Hallo? Ich hasse diese Frau. Ich hasse sie so abgrundtief. Scheiße, das hat schon mal sehr gut geklappt. Das war richtig nice. Nein. 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 Ich hasse diese Frau. Ich hasse diese Frau. Sie ist so nervig. Sie geht darüber und macht dieses Ding. Und jetzt haben wir sie in der Ecke. Blablabladadadadadam. Wieder dahin. So. Weg hier. Okay. Okay, sie blinkt schon einfach. Sie blinkt schon einfach. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, weg damit. Nein. Nein, nein, nein. Die macht zu viel Damage mit ihrer beknackten Peitsche. Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe nichts gesagt. Wir sind nicht gestorben bis hier. Okay, wir sind gestorben durch den Stampfer. Aber wir sind nicht gestorben. Offiziell zumindest nicht. Mhm. Ah, ich verstehe. Puh, Freunde. Ich hatte gerade ein bisschen Adrenalin, weil gegen die Frau habe ich echt was. Die ist richtig nervig. Tja, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sind hier in der felsigen Einöde. Und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!